Ist das das neue Kameraauto für unseren Julian? Ja, hallo zusammen. Heute mal wieder aus Marsdorf hier bei BMW Procar. Ja, wir haben euch ja schon angekündigt, was kommt. Eventuell das neue Kameraauto für Julian. Heute wollen wir mal sehen, uns das erste Mal angucken. Hat man in einer geilen Farbe gespeckt, in blau, aber in matt. Ich bin schon ganz gespannt, wie er aussieht in Wirklichkeit. Und dann werden wir mal gucken, ob er auch das Nötige drumherum mitbringt, um ein geeignetes Kamera- oder Medienauto zu werden hier bei uns. Ich würde sagen, wir decken ihn mal auf. Wow, das ist doch mal ein Farbton. Ja, mega, Leute, oder? Hier, boah, die Farbe ist doch mal gelungen, meine ich. Ich meine, jetzt haben wir schon öfters blaue Autos gekriegt. Der ist aber schon wieder ein bisschen mehr ins Blaue, weniger ins Lilane. Finde ich also cool. Und dann in matt gehalten. Und hier muss man sagen, schön mit den glänzend schwarzen Nieren dabei. Und dann hier unten natürlich haben wir ja gewählt. Die ganzen Carbon-Optionen passt natürlich hervorragend auch zu dem Blau. Ja, ich muss sagen, schöne Silhouette das Auto. Auch hier die Felgen in Schwarz gehalten. Rote Bremssättel, passt auch super. Sieht richtig nach Motorsport aus hier. Ist ja auch M3 Kombi. Haben wir den 3 Liter 6-Zylinder Motor drin und er leistet hier mittlerweile 510 PS. Habt richtig gehört, 510 PS ist ja damals bei dem Z4 von meiner Frau, da waren es noch 340 PS, da ist er ja normal noch gewesen. Aber hier, Mensch, 510 PS in dem Kombi, super, super geil. Ja, ja, auch schön, der Schriftzug M3 Competition, auch wieder in matt, in Glanz schwarz gehalten. Dann die Spiegel in Kombination, auch wieder mit Spiegelkappen in Carbon. Die Griffe schön hier in Wagenfarbe und das Ganze natürlich auch mit einer schönen Shadowline-Ausstattung. Das heißt, wir haben alles schwarz machen lassen, sodass wir nichts an Chrom an dem Auto haben. Ja, auch die Felgen finde ich sehr sportlich, haben wir damals auch so ausgesucht. Hätte man natürlich auch Gold nehmen können, aber ich bin ja nicht so für Gold. Von daher habe ich gesagt, es ist jetzt alles schwarz an dem Auto und da gefällt mir das sehr gut. Boah, ja, und erstmal hier hinten, Leute. Guckt euch das mal an. Auch hier die vier Endrohre. Mega. Dann ist meine Abgasanlage. Das sieht ja wohl mega geil aus. Und dann auch schön hier mit Carbon verkleidet und auch wieder in diesem Shadow-Glanz schwarz abgesetzt. Verdunkelte Scheiben hinten. Sieht auch cool aus. Wirkt so ganz in einem Rutsch so runter. Auch hier an der Seite finde ich auch schön. Julian, guck mal hier. Auch hier. Das verdunkelte Glas, man sieht kaum, dass es Glas ist. Auch sehr, sehr schön. Ja, in Deutschland ja leider nicht erlaubt. Wäre natürlich noch schöner, wenn vorne die Fahrer- und Beifahrertür auch noch in Schwarz sein könnte. Dann wäre das natürlich eine super Silhouette. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal in das Auto rein. Irgendwo hat man mir den Schlüssel auch schon in die Hand gedrückt. Schauen wir mal. Ja, kennen einige von euch ja schon. Bekannt, BMW. Und dann hier die M-Farben auf der Seite drauf. Auch ein sehr schönes Design, wie ich finde. Machen wir einfach mal auf. Wow. Ja, innen drin haben wir ja hell und schwarz ein bisschen getrennt. Das war so ein Silbergrau-Ton und dann mit schwarzem Leder abgesetzt. Und dann hier schön alles nahtechnisch abgesetzt auch nochmal. Hier auch schön die M-Farben auf dem Gurt. Ich muss sagen, sieht aber innen auch sehr, sehr edel aus. Aber auch super sportlich mit den Carbon-Sitzen hier drin. Julian, geh mal nach drüben. Leute, ja auch sehr, sehr schön alles. Guckt euch das mal an. Boah. Ja, das sind doch mal Stühle. Boah. Also sehr gut. Sitzt man natürlich super sportlich drin. Und das für ein Kombi? Mega. Ja, alles schön in Carbon gehalten hier. Haben wir auch das Carbon-Paket innen gewählt. Das Riesendisplay kenne ich so gar nicht. Sind so die ersten Autos. Ich sag mal, die in Anführungszeichen normaleren Autos haben schon viel, viel mehr Technik wie die Hypercars. Die beschränken sich ja wirklich aufs Sportliche, auf Racen. Aber hier so ein bisschen Alltag, muss ich sagen, auch super. Der geht ja komplett durch hier, der Schirm.
ist ja wie so ein riesiger Fernseher in die Breite gezogen. Ja, und alle möglichen Informationen dann drauf. Da müssen wir im Einzelnen mal euch ein bisschen durchführen. Muss ich mir auch erstmal ansehen und mir ein bisschen was zu erklären lassen. Ja, ansonsten gucken wir mal hinten rein. Sieht man die Sitze schön mit Carbon abgesetzt. Die Sitzschalen. Auch hinten natürlich super schön. Alles in Carbon gehalten. Und hier auch wieder so ein perforiertes Leder in Schwarz. Helles Leder dabei. Die Gurte wieder in Blau-Rot abgenäht. Auch sehr, sehr schön. Nee, muss ich sagen. Geiles Auto. Aber jetzt kommt natürlich die Special-Frage. Kriegen wir den Julian hinten in den Kofferraum? Da müssen wir uns das mal angucken hier. Mal sehen. Müsste eigentlich zweigeteilt sein. Jetzt habe ich wahrscheinlich erstmal nur die Klappe. Ah ja, müssen wir gleich nochmal machen. Oh Julian, das wird aber eng für dich. Ja, muss ich mal ausprobieren, glaube da, ich. Da müssen wir aber mal den Julian reinfalten. Ich denke, gut, die Sitze können wir natürlich noch umlegen, ist der Vorteil. Aber ansonsten, probieren wir aus. Da komme ich doch easy rein. Jetzt guckt mal, Leute. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Das ist mein Kopfloch. Ne? Ich mach mal zu. Und dann gucken wir mal, wie wir nur das Glas aufkriegen. Ah! Hey, Julian! Ja, easy hier. Ja, cool. Super, richtig gut. Und das erste Mal. Also, Ja, mega. Und, Vorteil, wir hätten ihn schon fast mal verloren, dürfen wir gar nicht drüber sprechen. Im Makan nehmen wir die Klappe auf und dann ein bisschen in die Kurven. Und unser Fahrer hat mal ein bisschen zu viel Gas gegeben. Da hatte ich schon Angst, dass er bei mir im Auto sitzt, auf der Haube. Ja, das war ganz cool, aber das sieht doch gut aus. Also rausfallen, denke ich mal, ist da schwierig. Ne? Ja, das kriege ich nicht hin. Nee. Das ist schwierig. Also ich würde sagen, Leute, das sieht gut aus für einen Kamerawagen. Ja, kann man sich auch ein bisschen abstützen. Wird auch schön von der Führung sein. Und genug Power hat er auch, dass er uns natürlich folgen kann dann auch. Ne? Oder auch mal vorne weg richtig Gas geben kann. Also ich kann mich hier sogar festmachen dran. Ah. Rein hypothetisch noch. Dann verpasst man ihm, das habe ich noch aus dem alten Job. Ich habe noch so ein Geschirr, wo man damals die Bäume mit hochgeklettert sind. Ja. Dann wäre das richtig, dann gurten wir mal richtig fester. Oder wir besorgen ihm noch so eine kleine Sitzschale. Dann wird es so wie bei Daktari. Kommt auch so ein Sitz drauf. Ja, ich würde sagen, wir machen gleich mal die Haube vorne auf. Und wir sehen uns bis gleich. Ciao. Von meinem Sohn, richtig Competition. Der ist aber ja total umgebaut. Das hat ja schon gar nichts mehr mit Serienauto zu tun. Der hat ja alles in dem Ding drin. Haben wir euch auch schon mal vorgestellt. Müssen wir auch noch mal ein geiles Fahrvideo drüber machen. Ja, hier sieht man schön. Domstreben nicht nur dazwischen, wie wir es früher gemacht haben, sogar auch noch nach vorne abgestützt, damit wirklich der ganze Vorderwagen sich kaum noch bewegen kann. Hier muss ich sagen, hat ein guter Freund von mir, wie ich immer sage, das Kätzchen von mir, der liebe Eddie, der hat bei sich alles Mögliche in Carbon einbauen lassen. Ich glaube, der hat auch mittlerweile die Domstreben in Carbon. Auch hier diese ganzen Luftnehmer, die ganzen Luftkästen hat er in Carbon gemacht. Müssen wir auch mal gucken, was wir hier noch alles so an Zubehör bekommen, damit der Motorraum richtig geil aussieht. Und natürlich, wir gucken mal, was 510 PS können. Aber vielleicht lässt sich da ja auch noch mal ein bisschen was tun. Ich würde sagen, wir starten dann mal. Ja, hier drin dürfen wir nicht zu lange, aber für einen kurzen Soundcheck sollte es reichen. Wir lassen ihn auch nur im Stand laufen. Ist ja noch ganz kalt, der Wagen hier, ganz neu. Und ja, hört einfach mal hin. Ja, ich würde mal sagen, also wir sind andere Sounds gewöhnt. Ich denke, da geht auch noch was. Da müssen wir uns auch mal mit beschäftigen. Ist natürlich OPF, alles verbaut hier in dem Auto. Und da müssen wir auf jeden Fall was dran tun. Also wenn wir wirklich den Mediawagen hier draus machen für uns, den neuen Kamerawagen, dann müsste da soundtechnisch auch noch ein bisschen was passieren. Aber ich denke, ein Klappenauspuff, weil wenn er zu laut immer ist, haben wir natürlich auch ein Problem beim Videodreh. Dann ist das auch nicht so gut, aber ich denke, hier können wir so einiges noch dran tun und da nehmen wir euch natürlich mit.
Ja, ich würde sagen, das nächste, was wir machen hier über das Auto, ist natürlich ein Fahrvideo. Sobald wir ihn zu Hause in der Flipperbude haben, wird er auch in der Flipperbude nochmal vorgestellt. Ich denke, da werden wir auch zwei neue Autos haben. Also seid gespannt, da kommt noch ein neuer direkt jetzt auch. Und dann werden wir die beiden in der Flipperbude auch vorstellen. Und dann nehmen wir euch natürlich mit, bei beiden auch ein geiles Fahrvideo zu machen. Hier habe ich gesehen, kann man auch Drift einstellen. Das heißt, hier gibt es so eine Driftkontrolle, wo man wirklich sagen kann, wie bei McLaren, so 10, 15 Grad Driftwinkel, bis wo er gehen soll. Da werden wir uns auch mal ein Plätzchen suchen und euch natürlich auch mitnehmen. Ich denke, das ist beim Kombi hier super, super geil. Ja, ansonsten würde ich sagen, bleibt am Kanal, läutet die Glocke, am besten abonnieren, habt ihr ja schon sehr häufig getan mittlerweile. Und bleibt dran, es wird mega spannend, auch bei Omets immer wieder. Und da kommen die nächsten Kracher auf euch zu. Und dann haben wir noch ein Special-Video, verrate ich nur, ist in München. Zwei mega geile Autos, eins von uns und eins von jemand anders. Ihr könnt ja mal tippen, wer es sein könnte aus dem Münchner Raum. Und schreibt es einfach mal in die Kommentare. Das Video wird, denke ich mal, ja, in zwei Wochen, mittwochs, werden wir das auch ausstrahlen. Nächste Video kommt mit Omid. Das dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Da haben wir eine Challenge gemacht in der Flipperbude mit einem sehr geilen Einsatz. Also da müsst ihr dabei sein, sage ich euch. Das ist auch super gut. Und danach, wie gesagt, kommt der nächste Kracher aus München. Und das wird auch ein Hammer-Video. Die zwei Autos nebeneinander hat man bis jetzt auch noch nicht gesehen. Seid gespannt. Bleibt dran und ich würde sagen, einen super schönen Tag noch. Bis bald. Ciao.